Und hallihallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Mass Effect 2. Wir waren stehen geblieben bei Fortfahren. Ladebildschirm. So. Na? Langweilig. So, wo waren wir jetzt überhaupt genau? Ah. Ja, das ist. Ja, stimmt, wir waren bei der Normandie. So. Ja, und das ist mir ein bisschen dunkel irgendwie. Keine Ahnung. Uiuiui, Steuerung. Was ist da alles? Das private. Willkommen an Bord, Commander. Ja. Ja. Nein, aber hier war doch auch irgendwie. Nein, hier war nur Galaxie. Waffenkammer. Ja, ja, und ich weiß nicht, ist ein bisschen dunkel, aber irgendwie passt das schon. Oh Gott, ich habe einen Schluck auf. So, dann gehen wir zuerst mal zu Joker, den wir das untersucht haben. So, Gelehrter. Oha. Immer dasselbe. Flugsteuerung ist mir auch leer. Ist er nie. Ansteuerung. Ausrichtung 35,12, Neigung 64,18, Gierung 10,28. Lass ich es mal so. Na dann. Moin Joker. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandie, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Oder AIDS. Ja, was gehen wir ein? So ein bisschen härter sein? Ah. Genießen Sie es, Joker. Wenn wir hier schon festsitzen, können wir uns von denen auch verwöhnen lassen. Verletzt das die Uniformbestimmung, wenn ich mir das auf ein Crewhemd schreibe? Das ist die beste Wahl aus der Abteilung. Sie haben keine Wahl, die mir je begegnet ist. Technisch gesehen ist das ein ziviles Schiff. Ich sollte mich vermutlich glücklich schätzen, dass Sie immer noch Hosen tragen. Also das hebe ich mir für die Kameraüberwachung in der Freizeit auf. Eine VI, die mich rund um die Uhr beobachtet. Idioten. Ja, Idioten. So, mit Edi können wir aussprechen, aber das will ich jetzt noch nicht. Noch nicht. Zu einem viel späteren Zeitpunkt. Dann gehen wir jetzt mal zu der Waffenkammer. Und sprechen mit unserem Jacob. Mit unserem Jacob. Ich will auch mit Edi reden. Die gibt uns dann Infos. Hier ist unsere Waffe. Wir können später erst da reingehen. Und dann sind sie im Schwert. Hier ist der Besprechungsraum. Da können wir mit den Unbekannten dann drehen. Oder allgemein drehen. Mit irgendwelchen Leuten. So, und schick, schick, schick. Alle super. Moin, Jacob. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandie zu dienen, Commander. Dir oder mir? Egal. Gehen wir erstmal ein bisschen härter und dann schauen wir mal. Sie sind hier, weil Sie zu Cerberus gehören. Erwarten Sie keine Sonderbehandlung. Verstanden. Aber nicht jeder in der Gruppe ist ein Hardliner. Ich bin dabei, weil ich an den aktuell eingeschlagenen Kurs glaube. Das heißt nicht, dass ich alle früheren Operationen von Ihnen gutheiße. Ihre übrigens auch nicht. Sie beobachten mich, ich beobachte Sie. Passt Ihnen das? Was hat Cerberus getan, das Sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert.
Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Ganz genau. Verlässt sich auf die anderen, bist du schon verloren. Ja. Ich schätze ihre Ehrlichkeit. Ihre Ehrlichkeit. Blödes Deutsch. Es tut gut, mal eine klare Ansage zu hören. Wir scheinen vom gleichen Schlag zu sein. Das ehrt mich mehr als Sie, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Tacos. Eine Cola wäre auch nicht schlecht. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Ah, stimmt, ja. Lassen Sie uns das verschieben. Erstmal ein bisschen Hintergrundwissen der anderen. Sie haben doch einiges bewegt, nachdem Sie die Allianz verlassen hatten. Miranda und ich haben einen Plan der Batarianer vereitelt, einen biologischen Kampfstoff auf der Citadel freizusetzen. Dabei habe ich Sie kennengelernt. Wir sind bis in den nemeanischen Schlund und zurückgeflogen. Wir haben die Citadel gerettet, genau wie Sie. Aber wie heißt es so schön? Eine gute Tat ist so, als wenn man sich in dunklen Hosen selbst bepisst. Ein warmes Gefühl. Aber keinem fällt's auf. Das Ganze wurde totgeschwiegen. Das können die ja sehr gut. Aber ich weiß, was ich getan habe. Und ich bin stolz darauf. Super. Ich bin nicht stolz darauf, wenn ich mir in die Hosen pissen muss. Und nein, es ist auch kein schönes Gefühl. Glaube ich jetzt. Das habe ich noch nie gemacht. Glaube ich. Egal. Wie läuft's, Jacob? Eine Meinungsäußerung zur Mission? Mir geht's da vermutlich wie allen anderen. Ich würde gerne wissen, was die tatsächliche Bedrohung genau ist. Das Risiko ist nicht das Problem. Aber ich habe gerne ein klares Ziel. Noch etwas, Commander? Ja, Tacos. Immer noch. Wir sprechen später. Commander. Naja. Dann fahren wir mal weiter. Jetzt kurz zu dem privaten Terminal. Teamstatus. Auswählen. So. Normalerweise könnte ich jetzt eigentlich. Aber irgendwie. Ich weiß es nicht. Hä? Moment. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, alles klar. Upgrades? Nein. Wir haben hier jetzt sehr viele ungelesene Nachrichten. Erstmal von Admiral Anderson. Nur für den Fall, dass diese Gerüchte wahr sind und Sie tatsächlich noch leben, müssen Sie auf die Citadel kommen. Ich muss mit Ihnen reden. In den letzten beiden Jahren ist viel passiert. Sie haben uns den Zugang zum Rat verschafft. Und da ist es nur fair, dass man ihnen gestattet, sich selbst zu all dem zu äußern, was man so hört. Was hört man denn? Egal. Das ist mit Said. Oh mein Gott. Kurz gesagt, Said wartet in Omega. Das ist ein. Ja, sprich, wir haben ja die ganzen Updates. Da haben wir noch zusätzliche Missionen freigekriegt. Beispielsweise auch schon die Absturzstelle der Normandie, der alten. Eine Sturmpanzerung, Inferno-Panzerung. Und natürlich auch Overlord. Das ist auch eine ziemlich coole Mission. Wohnprojekte. Treffe mit Kasumi Kato. Der werden wir als Erste. Die ist die Erste auf unserer Liste. Waffen. Achso, ja. Gut, ja. Stimmt. Ist alles gut. Da sind die ganzen. Oh Gott. Dann wollen wir jetzt mal mit der Human Chambers reden. Ich bin Human Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew.
Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Mann, ist sie charmant. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Sicher. Okay, Kelly. Noch etwas? Erstmal. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Wir können auch schön mit dir plaudern. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Natürlich. Da können wir jetzt ein bisschen mit ihr plaudern eigentlich nur. Und, ja, ich weiß nicht, das nehme ich vorweg schon mal. Wer will, kann mit der Kelly eigentlich so eine Art Romanze machen. Das geht dann beim dritten Teil kann man die, wenn es richtig was, fortführen. Bin mir aber auch nicht ganz so sicher. Naja. Wer das weiß, kann einen Bescheid geben. Wenn nicht, dann nicht. Will ich aber jetzt noch nicht machen. Besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Will ich aber jetzt noch nicht machen. Was wollte ich jetzt? Jetzt wollte ich erstmal weiter das Schiff durchgucken. Unser tolles Quartier kommt zum Schluss. Zum Mannschaftsquartier. So. Hier ist nix. Hier ist die Damentoilette. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Ach man. Und wir. Die ist ja süß. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie lebt in New Canton. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass sie ihren ersten Geburtstag feiern kann. Deshalb bin ich hier. Ja. Deshalb bist du hier. Das ist die Herrentoilette. Ups, Moment. Dann laufen wir jetzt mal zu Mirandas Büro. Jetzt ein bisschen palabern. Ich glaube, das ist nur eine Palaber-Folge. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Da. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Miert. Also, was möchten Sie wissen? Tacos. Ich weiß, was wir hier tun. Aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Also Cerberus ist ja eigentlich von der Allianz, wenn ich es richtig weiß, ganz am Anfang gegründet. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Oha. Sind Sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Unsere Dienstränge und die Gesamtstruktur ähneln der Allianz. Viele unserer Rekruten kommen von dort. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgten demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Genau wie ich. Mensch. Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normandie noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition. Und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass Sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne Sie unter Druck setzen zu wollen. Nein, bloß nicht. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt, aber Sie sind eben was Besonderes.
Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere Ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt Sie und mich mit ein. Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Nein? Nein. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Und Sie sind ziemlich eingebildet. An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht keinen Sinn, sich davor zu verstecken. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Sie Erfolg haben, Shepard. Und Sie sind modifiziert. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Sie sind also perfekt. Fragezeichen. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Und da wird's langsam persönlich. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. So, dann wollen wir uns erstmal eine Mission holen. Mal wieder holen. Das Überraschungsmenü? Muss das sein? Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Stimmt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Nein. Gibt's doch Tacos? Tacos wär's ziemlich gut. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Über Tacos. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Aber hier gibt's keine Option für Tacos. Und wen haben wir denn hier? Schon wieder eine alte Freundin. Juhu! Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Mensch, danke. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Super. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Den hole ich. Dann will fett einsaufen. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander.
So, genug palabert. Hier werde ich jetzt erstmal einen Cut machen und dann schauen wir weiter.